Halt, das ist. Also A, habe ich hier die falschen, sehe ich gerade. Da war ich mal wieder dumm. Und B ist auch der falsch. Oh, nein, das wollte ich nicht. Hier Block, Blast, Tanks, Drains. Jetzt bin ich einmal nervös, jetzt ist hier vorbei. Okay, also er ist auf jeden Fall schon mal falsch. Nämlich nicht der versenkte Ofenkern, sondern Schmelzereiausguss, den brauchen wir zweimal. Ach da, Schmelzereikern. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Den schmeiße ich erstmal da rein. Dann nehme ich mir den. Den schmeiße ich da rein. Ah, schon löft das Ding. Löbt. Gut, dass die Dinger einfach in der Luft sind. Die eigentlich wieder zu bringen? Ne, kann ich nicht. Natürlich kann ich das nicht. Also bitte. Dann baue ich mal vor. Okay. Dann nehmen wir uns die 4 Blöcke. Und Matze. Und schmeißen die da rein. Also die schmelzen jetzt völlig vor sich hin. Und ich brauche Sand. Und Ton eventuell. Aber erstmal vorrangig Sand. Aber das machen wir nicht in der Helligkeit. Nein, das machen wir dann im Dunkeln. Ach, genau, das machen wir nicht bei der Helligkeit. Das machen wir dann im Dunkeln. Alles klar. Genau andersrum. Machen wir nicht im Dunkeln, das machen wir dann bei Helligkeit. So. Da gibt es eventuell auch ein bisschen mehr Sinn. Kalk. Sand. Sand, 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 Sand. Warum kann ich das hier schon wieder nicht aufnehmen? Und Kalk. Ach, Kalk. Also, jetzt ist doch hier langsam mal. Oh, oh, hier ist eine Höhle. Oh, hier ist ein Kupferbusch. Okay, krass. Damit habe ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Late. Das sollte reichen. Einmal zurücksitzen, in der Zwischenzeit erstmal schön von der Chilischote essen. Denn wer macht sowas nicht normal? So. Ne, halt, das. Gravel, Papp. Oh, Papp. Wahrscheinlich sogar ein bisschen sehr viel, aber. Lieber zu viel als zu wenig. So. Das Zeug, das kann ich mal da reinschmeißen. Welches Zeug, zeige ich euch gleich. Und zwar
Dieses Zeug. Nice. Einmal. Ach halt, das war schon wieder. War schon wieder dumm. Nehmen wir uns so mit. Nom 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 nom. So. Und dann brauchen wir gleich mal die Schmelzdinger. Ihr könnt da erstmal raus. Wir brauchen Schmelzereiausgüsse. Pro Seite, pro Dingens. So, dann haben wir zwei Schmelzereiausgüsse. Und dann sollte das hier funktionieren. Acht Barren sind drin. Kloppen wir da doch erstmal ein bisschen was rein, oder was? Fünf. Der Rest davon. Und was ist der Rest da? Schmilzt jetzt hier fröhlich vor sich hin. Und dann können wir schon mal. Ich brauche trotzdem Gold. Fällt mir gerade mal ein. Das wollen wir haben. Und wir wollen auf jeden Fall haben. Eigentlich wollen wir alles haben, aber. Ich meine den robusten. Ja, wir das hier nämlich erstmal reinschmeißen. Gut, dass das so funktioniert, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Danke dafür. Und dann schauen wir einfach mal ganz kurz, was wir dafür denn brauchen. Wir brauchen da. Okay, wir brauchen da sogar nur die normale, also die entspannte Variante sozusagen davon, was aber nicht ganz so wild ist. Haben wir erstmal ein paar. Jetzt können wir hier nämlich schön entspannt einmal uns auch vor die Stirn hauen und mir sagen, was ich für ein Vollidiot bin. Ja, wie kann man denn so dämlich sein? Gehen wir das da rein? Nee. Ja, gut. Also, das brauchen wir definitiv nicht. Schöne Ressourcenverschwendung, herrlich. Wird sich wieder alles und jeder freuen hier. Eins, zwei, zack. So, jetzt mal bitte nochmal in ordentlich. Und zwar wollen wir den nicht nochmal haben, sondern den wollen wir einmal haben. Den für den späteren Verlauf. Den auch für den späteren Verlauf. Den können wir auf jeden Fall mal noch mitnehmen. Wir können den noch mitnehmen. Und das soll es am Werkzeug auch erstmal gewesen sein. Dann nehmen wir uns den, meistens den da einmal rein. Holz. Wir können die Schablone zurücklegen, dem nicht die, sondern die Schablone. Schmeißen die auch da rein. Zack. Auch halt. Dann auch die Schablone zurücklegen und nehmen die Bindung rein. Mit eigentlich auch. Ja, geht. Gut. Aber jetzt. Ach, und schon wieder drin lassen.
So, dann benutzen wir die Kisten, die wir jetzt noch übrig haben, nämlich einmal dafür, dass wir hier eine hinbasteln und da erstmal das reinschmeißen. Beziehungsweise können wir den schon mal rausnehmen, klappen den dahin und ihr seht, das funktioniert noch nicht. Hat aber auch einen gewissen Grund, aber das funktioniert schon. Und jetzt kann man hier schön dabei zugucken, wie da das Metall reinfließt. Das Ganze so langsam sich füllt. Und dann hat man da einen Fortschritt. Und dann kann man dem Metall aber zugucken, wie es sich verfestigt. Gehe mal ganz kurz einen kleinen Schluck trinken, nicht wundern. Wie hochprofessionell, nämlich die Flasche einfach ganz weit weg stehen lassen. So, den nehmen wir schon mal mit. Dafür brauchten wir ja 4 Stück für unsere Werkzeugesse. Dann müssen wir wohl oder übel uns auf die Suche nach Gold begeben. Dafür müssen wir weiter runter. Ach ja. Und schon gehen wir dann wieder in die Mine. Aber die Mine werden wir definitiv noch ein paar Mal öfter sehen. Da werden wir nicht drum herum kommen, oder da werde ich auf jeden Fall nicht drum herum kommen. 2 Barren sind da noch drin. Das ist nicht wirklich viel. Wie viel haben wir denn hier noch? 4. Okay, also wir müssen so oder so runter. War die Stimme kurz weg? Entschuldigung. Entschuldigung. Ne, das reicht auch nicht. Weil er ist schon leer geschossen hier. Gut, dann gehen wir erstmal in die Mine und bauen uns ein Stückchen weiter nach unten. Und holen ein bisschen Eisen und Gold. Gold, 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 Gold. Ja, als ob da schon wieder ein Oger ist. Oder ein. Doch, ist ein Oger, ne? Ja, ist ein Oger. Mach dich weg. Also nicht du, Katze. Der da. Der. Also mit dem sollten wir uns tatsächlich erstmal noch nicht anlegen. Dafür ist unsere Ausrüstung bei weitem nicht gut genug. Ja. Aber wir sind jetzt in der Höhle. Jetzt ist alles gut. Ach, ich habe schon weiter runter gebaut gehabt. Oh. Habe ich ganz vergessen. 41. Dann wollen wir mal runter bis auf 30. Halt. Die rüste ich mal noch aus. Okay, Moment. Das ist ja Musik und Geräusche. Blöcke. Machen wir mal auf 80. Ah, jetzt hört man die auch mal, wenn die kaputt gehen. 40. 1, 2, 3, 4. Ja, ne? So, jetzt ist erstmal das altbekannte Prinzip. Erstmal nach unten bauen. Was machen Gary im Wasser? Weiß ich nicht. SpongeBob suchen? Also, keine Ahnung, Mathe. Irgendwie die Katzen in diesem Game, die schwimmen sehr, sehr gerne. Die ganze Zeit nach Sand gesucht, ne? Mann, 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 Mann. Kann ich mich hier mit Sand schon wieder totschmeißen gefühlt?
Wartet hier bald in der Wüstenhöhle aus. Sind wir bei 37, 36 so. Schon. 1, 2, 3, 4. Also ey, das mit diesem Sand, ne, das ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ich befürchte, dass ich mich hier auch noch deutlich tiefer buddeln muss, damit ich eine halbwegs vernünftige Mine erreiche. Aber das gucken wir dann. Oh ne, hier fängt es schon wieder an, gut auszusehen. Muss ich gucken. Da. Da wäre was gewesen. Da wäre was gewesen. Da wäre jetzt das nächste. Gott sei Dank ist hier wieder Basalt erst. Ehrlich, ja, Bro. 1, 2, 3. Ja, Wasser fließen, auch schön. Bisschen Andesit, ein bisschen Bleierz. Nein, hier ist eine Höhle. Nein! Oh, warum? 1, 2, 3, 4. Ah, Scheiße. So uncool. So verdammt uncool. Bleierz. Zink. Ja, okay. Oh, was löst. Elaboriert ernst, das brauchen wir später für, und ja, das meine ich ernst, für Kernkraft. Ja, das da. Gegen Obsidian. Ernst? Ich habe einfach Obsidian. Cool. Also ich werde mich da jetzt nicht darüber beschweren, aber. Eisen. Lithium Erz. Okay, hier ist aber auch kein Gold. Hier ist dafür noch mal ein bisschen Eisen. Ja, schöne Höhle. Sehr, sehr schöne Höhle. Sehr, sehr unnötig. Also zumindest für das, was wir hier gerade vorhaben, sehr, sehr unnötig. Aber, na gut, steckt's nicht drin, ne? Ich habe keinen Platz mehr, weil ich hier unglaublich viel Sand dabei haben muss. So, der jetzt erstmal weg. Aber dann können wir hier wenigstens ein bisschen Eisen einsammeln. Das ist doch schon mal gut. Ja, haben wir ungewollt eine Höhentour plötzlich, ne? So schnell kann es gehen.
kann ich noch wegpacken? Mh, davon kriege ich genug. Mach ich weg Sand. Dann Steine brauche ich sowieso nicht. Diese Bärenbüsche, die kann man in dunkle Räume anpflanzen. Und dann hat man einen steten Fluss an Metallbeeren, die man einschmelzen kann. Und dann da Nuggets rausbekommt. Und aus den Nuggets kann man dann wiederum Barren machen. Also im Grunde genommen kann man dafür sorgen, dass man einen steten Zufluss, Zuwachs an Metallen hat. Was definitiv ganz cool ist. Machen wir erstmal die Taschen leer. Jump. Jump.